Da ist das Radio Grün-Weiß. Ja, wir sind eingeladen jetzt zur Sendung Wunschradio Spezial mit Lightworker T. Und jetzt leite mal an. Naja, nach einem Jahr Blockflöte habe ich dann auf Gitarre umgesattelt, habe dann mehrere Jahre klassische Gitarre gelernt am Josef Haydn Konservatorium in Eisenstadt. Und habe dann recht früh schon begonnen, eigene Songs zu schreiben. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen meiner schönsten Auftritte, war mit einer 11-köpfigen Band aus Kongo dort in Kenia aufzutreten in einem Club. Das war sehr nett, das war wirklich, wirklich toll. Und ich habe zum Beispiel auch geheiratet in der Celle-Mühle. Also die ist wirklich für mich ein Fixpunkt. Ebenso wie Wiesen, Jazzfest und so weiter, dieses Festivalgelände. Und so bin ich halt quasi in diesem Dreieck zwischen Celle-Mühle, Wiesen und Wien als Kulturhotspot in diesem Dreieck aufgewachsen und habe mich auch in selbigem bewegt. Ja, Novarock habe ich zweimal gespielt, 2012 und 2016. Galser Volksfest war auch ganz groß, da waren 4000 Leute im Zelt. Ja, Lightworker T setzt sich zusammen aus Lightworker, also zu Deutsch Lichtarbeiter. Die Lichtarbeit ist die Arbeit mit Dingen, die positiv schwingen. Okay. Also alles, was Freude macht und von Herzen kommt und schön ist und liebevoll ist und harmonisch ist und so weiter, das könnte man eigentlich unter dem Oberbegriff Lichtarbeit zusammenfassen. Das große T steht für Tom oder Thomas, der ich bin, weil Lightworker gibt es viele, Lightworker T gibt es nur einen und das bin ich. Lightworker T heute zu Gast gewesen, muss ich leider jetzt schon in der Vergangenheit sprechen. Ja, ich bin auch ganz traurig. Ja, das war jetzt die Sendung Wunschradio Spezial mit Lightworker T. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt und alle drei Singles sind jetzt ab sofort in der Rotation bei Radio Grün-Weiß. Und wir dürfen sogar wiederkommen, wenn das Album dann fertig ist. Also passt, Auftrag ausgeführt.